Fürs grundsätzlich Vorsätze fürs neue Jahr, bist du da so ein Typ für? Ja, schon. Also habe hier auch noch einiges vor. Also der Toni hat das ganze Jahr 2022 nicht gelacht. Und ja, ich wünsche mir einfach für ihn, aber habe ich mir auch auf die Fahne geschrieben, dass er im Jahr 2023 relativ zügig mal wieder ein Lächeln ins Gesicht bekommt. Von daher, das nehme ich mir auf jeden Fall vor. Und darüber hinaus, ja, so ein bisschen was nehme ich mir immer vor. Also immer auch die Klassiker, so keine Süßigkeiten und sowas. Das schafft man ja meistens so bis Mitte Januar und dann ist alles wieder über Bord geworfen. Aber so ab und zu einen Vorsatz mache ich mir schon. Einen sehr guten Vorsatz, über den wir uns alle sehr freuen. Auch Glückwunsch hier an der Stelle, ist, dass du deinen Vertrag verlängert hast. Das, ja, wenn man häufiger mit dir gesprochen hat, ist das keine sehr schwere Entscheidung für dich, oder? Nee, also habe ja immer gesagt, dass ich mich unfassbar wohlfühle, dem Verein viel zu verdanken habe, hier gerne bis zum Ende meiner Tage spielen möchte und damit ist der Deckel jetzt drauf. Jetzt hat dich natürlich der ein oder andere auch schon mal gerne schneller in zum Beispiel eine hauptverantwortliche Rolle als TV-Experte gesteckt, weil du das jetzt unter anderem bei der WM jetzt auch schon wieder sehr gut gemacht hast, viele positive Kritiken bekommen hast. Trotzdem, du bist ja auch die ganze Zeit Fußballer gewesen und das ist halt auch noch so. Dir geht's gut, du willst das logischerweise noch ein bisschen machen, ne? Ja, klar, also meine Werte sind alle besser geworden. Ich kann höher springen, schneller laufen. Also von daher komme ich jetzt nochmal in den nächsten Sommer meines Lebens, sportlich gesehen. Und von daher, ja, also ich bin wirklich so von meinem ganzen Gefühl noch ganz lange nicht am Ende mit dem Spielen, weil es mir einfach unfassbar Spaß macht. Und dass ich ab und zu TV-Experte mache, habe ich ja auch schon, hab ich auch schon mit 26 oder so mit angefangen. Das ist halt so, aber das hindert mich ja nicht daran, weiter Fußball zu spielen. Und das werde ich noch, solange es geht, irgendwie sein, weil es mir einfach viel Spaß macht und das das Schönste ist, was ich mir so im Leben vorstellen kann. Du hast es schon oft gesagt, gerade hier so in dem ganzen Umfeld auch macht es dir besonders Spaß. Jetzt hat sich natürlich schon so ein bisschen auch was jetzt im letzten Jahr in der Mannschaft getan, hier drumherum auch nochmal wieder ein bisschen mehr. Ja, nichts, was deine Entscheidung grundsätzlich hier beeinflusst, ganz davon ab, dass du hast ja schon gesagt, sind ja einige Sachen, die sich jetzt auch ins Positive noch wieder verändert haben. Ja, genau. Also vor allen Dingen, ich bin ja auch wenn es mal ein Jahr oder ein halbes Jahr mal nicht so gut läuft, bin ich ja kein Fähnchen im Wind, der dann sagt, oh, jetzt mag ich Gladbach doch nicht mehr. Also das ist ja so eine Grundsatzentscheidung und ich mache das nicht von meinem persönlichen Befinden abhängig, ob ich dem Verein viel zu verdanken habe oder ob ich den Verein liebe. Das hat nichts damit zu tun, wie es persönlich für mich läuft. Jetzt aktuell in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 hat sich viel getan. Meines Erachtens musste sich viel tun von meinem Gefühl her und bin froh, dass die Vereinsführung ja irgendwie gefühlt das Schiff wieder in sichere Bahnen gelenkt hat und mir macht aktuell wieder richtig, richtig viel Spaß, ohne dass ich damit sagen will, dass mir vorher keinen Spaß gemacht hat. Ja, und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt noch länger hier bleiben darf. Du hast so im Profikader auf dem Spielfeld auch noch so ein paar, ja auch für dich so ein paar neue Geschichten nochmal herausgefunden, so in einem Spiel mal Innenverteidiger, Mittelfeldspieler, Sechser und ganz vorne zu stehen und das dann auch mehr als nur solide zu machen. Wusstest du das vorher, dass du die Talente grundsätzlich in dir auch bündelst noch? Ich wollte schon immer mal ganz vorne spielen in einem Bundesligaspiel, muss ich sagen. Deswegen hat es mich gefreut, dass ich das diese Saison mal machen durfte. Generell glaube ich, dass ich die zentralen Positionen alle vernünftig spielen kann. Klar bleibt und ist meine erste Position im zentralen Mittelfeld, kann aber sicherlich auch mal ein bisschen weiter vorne aushelfen, anders als so ein klassischer Stürmer oder ein klassischer Zehner. Also das bin ich nicht, aber halt anders auf meine Art und Innenverteidiger kriege ich auch hin. Wenn ich ein bisschen schneller wäre, wäre ich ein richtig guter Innenverteidiger auch geworden, bin aber leider nicht richtig schnell. Auch nicht schnell. Ja, deswegen bin ich auf der 6 ganz gut aufgehoben, aber trotzdem, mir macht das total viel Spaß, auch andere Positionen zu spielen und bin froh, dass ich das so immer mal wieder machen darf. Du hast eben gesagt, du hast noch einiges auch hier vor. Was genau? Was möchtest du noch machen? Vielleicht erstmal, wenn wir über die aktuelle Saison noch sprechen, da ist ja auch noch ein bisschen was zu tun, ne? Ja, Zielsetzung kennt er mich ja auch, ist nicht so mein Ding. Also ist immer
schwierig, weil sich so viel in einer Saison immer ändert. Ich glaube, dass wir auf einem richtig guten Weg sind, dass man sich wieder voll damit identifizieren kann. Und das ist mir total wichtig, weil wir letzte Saison teilweise so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, dass sich die Fans so ein bisschen distanziert haben, dass wir nicht mehr so nahbar waren, nicht mehr so eine richtige DNA hatten, nichts mehr verkörpert haben, was Borussia immer so richtig stark gemacht hat. Das fand ich total schade. Das kann aber mal passieren. Das hat 1 Million Ursachen, das kann man auch gar nicht richtig benennen. Und jetzt bin ich sehr froh, dass wir wieder auf dem Weg sind, ohne jetzt, auch wenn wir am Ende wieder Zehnter werden, aber man hat so ein Gefühl, und mein Gefühl sagt mir, dass die Fans wieder echt gerne ins Stadion kommen, dass man wieder sieht, wofür wir stehen, was wir wollen. Und das finde ich eigentlich das Erstrebenswerteste und das Schönste. Und wenn wir diesen Weg so weitergehen, dann kommt der sportliche Erfolg auch von ganz alleine. Ich finde es nur wichtig, jetzt vor allen Dingen in dieser Saison, dass die Menschen wieder sagen, ja, wir wissen wieder, was Borussia vorhat.